Sasuke, wo bist du gerade? Wie fühlst du dich? Und woran denkst du wohl? Denkst du hin und wieder nochmal an Sakura? Oder an Kakashi? Oder an mich und unsere Freundschaft? Du hast deinen Bruder Itachi besiegt. Geht es dir jetzt besser? Oder geht's dir vielleicht sogar schlechter als vorher? Ich habe echt keine Ahnung, was in dir vor sich geht. Warum bist du so fixiert auf mich? Weil du mein Freund bist. Sasuke, warum kommst du nicht einfach zurück nach Konoha? Wirst du wirklich nur noch von deiner Wut beherrscht? Bist du wirklich zu einem Verbrecher geworden? Ich habe immer an dich geglaubt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was wahr ist. Bald werden nämlich nicht nur wir, sondern die ganze Welt Sasuke jagen. Trotzdem verneigst du dich für diesen Verbrecher und betest um Gnade für deinen Freund. In der Ninja-Welt ist das keine Freundschaft. Wenn du es schaffst, die Verantwortung eines Hokage zu tragen, dann tu das, was du als Sasukes Freund jetzt unbedingt tun musst, Naruto. Menschen verändern sich und Sasuke ist schon lange nicht mehr der, der er früher mal gewesen ist. Hör auf, du musst Sasuke vergessen, verstehst du? Ein Shinobi sollte im Laufe der Zeit immer klüger werden. Denn Dummköpfe haben in der Welt der Ninjas überhaupt nichts zu suchen, Naruto. Wenn du meinst, es wäre klüger, Sasuke aufzugeben, dann will ich doch lieber ein Idiot bleiben. Seine Wut ist seine stärkste Waffe, sein bester Freund und seine größte Kraft. Das ist sein Weg des Ninjas. Meine Einschätzung ist, sie wird allein versuchen, Sasuke auszuschalten. Sakura würde sowas niemals tun. Sie ist doch total verrückt nach Sasuke und sie würde... Genau deshalb macht sie das doch. Sie kann einfach nicht zusehen, wie Sasuke sich immer mehr dem Bösen zuwendet. Auch wenn das bedeuten würde, dass sie sich in größte Gefahr begibt. Sasuke! Sakura war mal deine Kameradin im Team 7. Sie war es. Jetzt hör mir zu. Außenseiter sollten die Klappe halten. Weißt du, was Naruto für dich durchgemacht hat? Egal, was wir über dich gehört haben. Er hat immer zu dir gehalten. Sogar jetzt. Was heißt, mich zu schützen? Er weiß es. Na, vor deinen dunklen Plänen. Ich verspreche dir, schon bald werde ich dich aus diesem Gefühlschaos befreien. Ich denke nämlich auch, dass wir beide niemals einen richtigen Kampf überstehen würden. Sasuke, falls du doch angreifen solltest, muss ich gegen dich kämpfen, das steht fest. Also heb dir deine Wut bis dahin auf. Dann kannst du sie mit aller Macht auf mich schleudern. Ich bin nämlich der Einzige, der mit deinem unbändigen Zorn umgehen kann. Dieser Aufgabe bin nur ich gewachsen. Und an jenem Tag werde ich die Wucht deines Zorns abfangen. Das wird unser gemeinsames Ende sein. Denkst du immer noch, dass wir sowas wie Freunde sind?